Hallo zusammen! Wenn ihr in Urlaub fahrt, dann sollten eure Schildkröten in dieser Zeit natürlich gut betreut sein. Und wie das funktioniert, darum geht es in diesem Video. Während eurer Abwesenheit sollten eure Schildkröten gut betreut sein, damit sie wie gewohnt Futter bekommen, frisches Wasser und vor Feinden geschützt sind. Nun gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man die Schildkröten zu Hause lassen in ihrem gewohnten Umfeld und lässt sich jemanden holen, der dann für die Schildkröten sorgt. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr die Schildkröten mit in den Urlaub nehmt und dort dann sie um euch herum habt und dort versorgen könnt. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ihr eure Schildkröten zu einem anderen Schildkrötenhalter gebt, welcher sich dann bei sich vor Ort um die Tiere kümmert. Alles hat seine Vor- und Nachteile, aber zuallererst möchte ich euch das nahelegen, was am besten für eure Tiere ist. Und das ist die Betreuung direkt vor Ort. Denn hier haben die Schildkröten ihr gewohntes Umfeld. Sie wissen, wo sie Futter finden, wo sie Wasser finden, wo sie Wärme finden, Sonnenplätze, Versteckplätze. Das heißt, sie kennen sich hier richtig gut aus und fühlen sich hier am wohlsten. Also die Betreuung hier direkt vor Ort ist das gesündeste und stressfreiste für eure Tiere. Es ist also am besten, wenn ihr dafür sorgt, dass jemand zu euch nach Hause kommt und dort die Schildkröten versorgt. Um die Schildkröten versorgen zu können, braucht ihr aber keinen Profi, denn die Urlaubsbetreuung hat gar nicht so viele Anforderungen, sodass es auch ein Laie bewerkstelligen könnte. Was muss diese Urlaubsbetreuung also machen? Sie muss dafür sorgen, dass immer frisches Wasser zur Verfügung steht und das kann jeder, auch wenn er sich nicht mit Schildkröten auskennt. Des Weiteren muss die Betreuung dafür sorgen, dass die Schildkröten was zu fressen haben. In den meisten Fällen können sich die Schildkröten im Gehege selbst versorgen. Sie finden also die ganzen Wildkräuter dort immer frisch nachwachsend und können diese dann mit selbstständiger Nahrungssuche finden und fressen. Wer das nicht gewährleisten kann, zum Beispiel weil das Gehege nicht ausreichend bewachsen ist oder es einfach zu viele Tiere für zu wenig Pflanzen sind, da muss dann die Betreuung dafür sorgen, dass Futter nachgeworfen wird. Aber auch jeder Laie kennt sich mit Löwenzahn, Brennnessel und Spitzwegerich aus, sodass er dieses dann hineinwerfen kann. In den Sommermonaten könnt ihr auch vorsorgen, indem ihr über das Jahr hinweg Wildkräuter sammelt, diese dann trocknet und so kann die Urlaubsbetreuung diese getrockneten Wildkräuter dann anbieten, denn in den Sommermonaten ist das sowieso die beste Art der Ernährung. Und zu guter Letzt muss die Urlaubsbetreuung dafür sorgen, dass die Schildkröten vor Feinden geschützt sind und wohltemperiert sind. Das heißt, wenn die Schildkröten draußen übernachten sollen, also im Freigehege, dann darf dieses nicht für Feinde zugänglich sein. Hier hinter mir seht ihr mein Freigehege für die adulten Schildkröten. Dieses ist nicht nach oben gesichert, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass nachts die Schildkröten alle in ihrem Gewächshaus sind, damit dort keine Feinde hineinkommen. Nur meine Jungtiere sind nach oben hin gesichert. Das bedeutet, dass diese Schildkröten, wenn es die nächtliche Temperatur zulässt, auch draußen übernachten könnten. Nun ist es also bei euch eine Frage des Wetters und der Gehegegestaltung, ob eure Schildkröten nachts draußen bleiben dürfen oder nicht. Wenn euer Gehege nach oben hin gesichert ist, in den Sommermonaten, wo es nachts warm genug ist, dann dürfen die Schildkröten Tag und Nacht draußen herumlaufen. Wenn es hingegen kältere Monate sind, wie zum Beispiel Frühjahr oder Herbst, dann ist diese Temperatur nicht gewährleistet, sodass eure Schildkröten bitte nachts im Frühbett sein sollten, damit sie dort den Heizungen ausgesetzt sind. Natürlich gilt das auch für die Feinde, das bedeutet, viele Feinde sind nachtaktiv. Sollte euer Gehege also nicht nach oben hin gesichert sein, müssen die Schildkröten abends in ihren Frühbetten und Gewächshäusern sein, damit sie keiner Gefahr ausgesetzt sind. Eure Urlaubsbetreuung müsste also jeden Abend durch das Gehege spazieren, kontrollieren, ob alle Schildkröten in ihren Frühbeeten sind und falls nicht, müsste er diese einsammeln und dann die Frühbeettür verschließen, damit niemand rein und wieder raus kann. Umgekehrt natürlich muss er morgens diese Tür wieder aufmachen. Zusammengefasst bedeutet es also, dass diese Urlaubsbetreuung zweimal am Tag vorbeikommen müsste. Einmal morgens, um die Tür zu öffnen, damit die Schildkröten ins Freigehege können. Und einmal abends, damit du dort dann Wasserwechsel vornehmen kann und dafür sorgen kann, dass die Schildkröten sicher und temperiert im Frühbeet sind. Die weitere Möglichkeit, die Schildkröte mit in den Urlaub zu nehmen, klingt erst einmal sehr praktisch. Man kann sich
je nach Schildkrötengröße eine tragbare Box mitnehmen, diese im Kofferraum oder im Wohnmobil oder wie auch immer ihr unterwegs seid, mitnehmen und dann diese Box, je nachdem, wo ihr euren Urlaub verbringt, in den Garten stellen oder auf den Campingplatz oder wo auch immer. Hat natürlich den Vorteil, ihr könnt euch selber um die Schildkröten kümmern. Ihr seht es, die Schildkröte kann je nach Standort trotzdem von Wetter und Jahreszeiten profitieren. Aber trotzdem ist es eben so, dass hier Schildkröten stressanfällige Tiere sind und diese Bodenerschütterungen, die mit der langen Fahrt zusammenhängen, die sind dann wieder nicht so vorteilhaft. Sollte diese Schildkröte diese Box nicht gewohnt sein, zum Beispiel weil sie eben idealerweise im Freigehege wohnt, dann bedeutet es für sie auch einen Ortswechsel. Sie muss sich also wieder neu umorientieren und auch das ist Stress. Also die Möglichkeit, die Schildkröten mit in Urlaub zu nehmen, klingt besser, als sie eigentlich ist und deswegen würde ich davon abraten. Nun gibt es noch die Möglichkeit, dass man seine Schildkröte bei einem Schildkrötenhalter abgibt oder bei einem Freund, Bekannten, wer auch immer sich darum kümmern möchte, aber eben nicht zu euch nach Hause möchte oder kann, aufgrund der Entfernung zum Beispiel. Hat den Vorteil, dass dort eine Rundumbetreuung stattfindet, also er guckt nicht zweimal hinein, ob alles in Ordnung ist, sondern er kann wirklich ganz tagsüber nach dem Rechten schauen. Vielleicht hat er schon Schildkröten, sodass er sich gut damit auskennt. Aber auch hier gibt es Nachteile. Es ist auch hier wieder der Ortswechsel, der zusammenhängt. Die Fahrt selber ist stressig. Und ihr müsst natürlich auch an die Quarantäne denken. Das bedeutet, man sollte niemals eure Schildkröten in einen anderen vorhandenen Bestand setzen. Aufgrund der Stresssituation, der Krankheitsübertragung. Und so weiter. Also ihr selber solltet keine Schildkröten für die Urlaubsbetreuung aufnehmen und mit eurer Gruppe vergesellschaften, als auch umgekehrt eure Schildkröten in eine andere Gruppe setzen, damit sie dort betreut sind. Also die Schildkröten in die Hände eines erfahrenen Halters zu geben, klingt erstmal verlockend, aber auch das ist eben eher nicht so geeignet. Am allerbesten ist also, wenn die Schildkröten vor Ort im gewohnten Umfeld betreut werden. Das ist das Gesündeste für die Schildkröten, bedeutet am wenigsten Stress in ihrem gewohnten Umfeld. Nun wünsche ich euch einen schönen Urlaub. Bis dahin erstmal. Tschüss!